ich hab's so gemacht. Du bist einfach ins Wasser geploppt, ne? Ja, ich krieg das nicht hin mit den Dingern. Komm jetzt hier wieder raus. Gar nicht, wir müssen fürchterlich hier drinnen ertrinken und ersaufen. Nein! Warum? Weil wir es nicht anders können. Was hat der Typen hier? Digga, das sieht echt nicht gut aus, weißt du das? Irgendwie kriege ich. Nein! Sieht echt scheiße. Haben noch mehr, Schatz. Ja, aber für den? Stell dich mal dahin, wo ich bin. Da. Gib mich Infos. Ich brauche mehr Informationen. Los. Du weißt jetzt alles. Ehrlich. Oh, ich weiß gar nichts. Schatz? Ja? Mach. Ui. Danke für diese ganzen netten Infos. Aber meine Waffe ist da immer noch nicht dabei. Niki hat bestimmt meine Waffe versteckt. Das würde mich nicht wundern. Was würde nur Niki machen? Ja. Jetzt lass mich hier raus. Jetzt hast du irgendwie einen Krampf im Arm. Ich halte ihn anscheinend immer noch. Ja. So läufst du auch. Ja, ich kann diese Bodenkugel einfach nicht loslassen. Du hängst da sehr. Ja. Hast die Nummer noch im. Naja. Hab ich wenigstens was zu tun. Den Wagen da klauen kann? Ein Sportflitzer da. Ist das schön blau? Ja. Oh, Schatz, du stehst doch. Jo. Voll verpackt. Auch nicht verkehrt. Wäre nett, wenn ich fahre, wie ich langfahren muss. Andere Richtung. Mann, ey, ist das Ding flottiger Galotti, ey. Ich glaube, ich habe Fianas Auto geklaut. Gehst du recht. Fällt weg. Ich hoffe, Fianna ist gut versichert. Meine Frau springt schon todesmutig raus. Ja. Hab gar keinen. Das kann also nicht meins gewesen sein. Und nicht mal einfach mal so gesammelt? So just for fun? Arschgeballt. So als Prestige. Eine böse Drohne unten.
Wasser hinten. Nein, nie. Pass auf, wenn man sie dann besuchen kommt, ne, hat sie da so eine Garage, 20 Bugattis und so drinne. Ja, ja, eine von den ganz harten. Einige. Ich hab mir gestern erst ein Lambo gegönnt. Irgendwo müssen wir anfangen. Weil da ist einer, den wir zuerst töten müssen. Der Funker. Oh, jetzt sind zwei Funker sogar. Da ist leider auch kaum Platz. Mal gucken. Ich bin ein ganz normaler Spaziergänger. Ist links. Ja, ich muss versuchen, den rechts irgendwie mal zu krallen. Ich bin ein ganz normaler Spaziergänger. Aha. Ja. Du normaler Spaziergänger. Ja, nee, ist ja, klar. Ich bin ganz lieb und artig. Süß und kuddelig. Sollt ihr das glauben? Die Gegner. Wenn ihr das erst recht nicht glauben. Wieso denn nicht? Wie ich dir das schon nicht glaube. Ach, schade. Habe ich jetzt also wieder geblickt? Ich bin anscheinend wieder verschwunden. Ich wusste gar nicht, dass ich gesichtet wurde. Bunker Nummer 1 habe ich im Visier. Soll ich ihn schon killen? Den anderen nicht. Ich habe keinen Schusswinkel. Müsste erst auf eine andere Plattform drauf. Aber zwischen mir und dem ist noch eine Drohne. Ja, du siehst ja. Jetzt geht er bei mir auch weg. Eine höhere Position dafür. Ah, das ist nur schlecht. Aha. Schuss auf Funker. Nein, geh nicht weg. Ah! Ja, meiner bewegt sich. Ja, ich könnte ihn erwischen. Wenn er alleine ist, Billy. Mel, der Tank ist ja in der Nähe. Bunker erledigt. Beide. Ich hab den anderen Tank. Ja, der andere Sniper hat dich aber gesehen. Oh, scheiße. Die Drohne hat mich gesehen. Mhm. Hi, Drohne. Vor allem, wie sie sich bewegt, das ist so unfair. Ui, 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 ui. Ich kann dir leider nicht was helfen, Schatz. Tut mir leid. Irgendwie schießt gerade jeder auf mich hier. Das ist
Das erinnert mich irgendwie beim ersten Mal. Ja. Ich kenne das Problem. Ich bin auch gerade nicht. Wo ja, nun geh doch, krieg doch, nein, tot. Geh. Nicht leider gerade nicht. Jetzt wird noch wahrscheinlich kommen. Bitte. Autor. Die Drohne ist voll gemein zu mir. Dass ich auch manuell switchen kann. Da stehe ich nicht. Oh, ich kann gleich erst wieder spawnen. Und spawnen wir mal. So, ich muss bei Arschbein, ich bin wieder da. Das war die. Ich hoffe, auf meine Frau zu schießen, stehe ich nicht drauf. Was für mich. Oh, Schatz, ich sehe dich. Okay, holen wir sie uns. Sucht nach Zielen. Bereit für Schärfe runter. Wenigstens ein guter aus. Okay, ich geh rein. Damit schmeckt dir das. Das war einer von uns. Bessere Position. Ich glaube, der pflanzt. Mal vor. Ich kümmere mich um die Seele getroffen. Oh, ich bin recht tot. Ja. Irgendeiner hat Dauerfeuer gemacht. Ein, die war. Aha, da ist noch. Da war noch ein Tank. Mich gerade die rüber weggerotzt habe. Ja, jag's mir rein, Schatz. Ja, gerne doch. Danke. Bitteschön. Immer wieder gerne. Komm raus, wo immer du bist. Hab dich! Oh. Er ist bereit zu schießen. Kommt schon, holt euch die Penner! Voll die Glatze erwischt. Wo sind sie hin? Hab sie aus den Augen verloren! Die
K.O. Komm dich hole! Bereit zu schießen! Was war hier? Diese verkackte Drohne da unten, ey. Guck, hier ist eine Kiste. Aufsatz, PSG-Kompensat. So, der ist auf. Der Scharfschütze. Der schießt nicht mehr. Ich wusste nur, wo Niki immer so viele Leute engagiert. Keine Ahnung, wie man die Lampen herkriegt. Check mal hier unten den PC, ne? So macht das. Sieht aus, als wäre Madara verlegt worden. Ich frage mich, ob Daigoro weiß, wohin sie gebracht wurde. Um das hier zu sein. Hier oben. Das ist Gespräch, ne? Ich glaube. Da muss man ja so eine bestimmte Reichweite haben. Das wird man nicht mit reingezogen. Mit reingezogen? Bist nutschelt. Wie weißwurscht. Ja. Jetzt kannst du. Sie, Paula Madara, die Drohneningenieurin? Was sagten Sie? Sie baut Drohnen. Wie die, die über die ganze Insel fliegen und Leute umbringen. Hey, egal was Sie gehört haben, sie arbeitet bestimmt nicht für Sentinel. Sie gehört zu uns. Sie ist mutig wie eine Löwin. Und sie ist eine Outcast. Warum hat sie dann überhaupt Drohnen gebaut? Wer sind Sie eigentlich? Ganz ruhig, ich bin ein Freund. Ich war in einem der abgestürzten Helikopter. Gehen wir an einen sicheren Ort. Dann können wir reden.